Ja, Leute, herzlich willkommen in und auf Hearthstone Arena. Ich bin Dististief und Euer Rakshasa. mit Sim und netten Kommentaren, Daumen nach oben. Wow. Nochmal. Ja, Leute, herzlich willkommen in und auf Hearthstone Arena. Ich bin Dististief und Euer Rakshasa. Ja, mein letztes. Es war wirklich ein bisschen Hex, was wir noch im Deck hatten, die letzte Karte dann. Ja. War das so? Wir hatten zwei Hex. Wir hatten erst eins gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, genau, und eine Karte war noch drin. Ja, ich glaube auch. Wenn wir jetzt gerade nach Hex. Ja. Ja, aber man sieht, ich habe hier. Ich merke mir sowas irgendwie manchmal. Ja. Ja, jetzt läuft es ja hoffentlich besser. Ja, ich habe ja gesagt, es ist kein Überdeck. Ich habe ja gedacht, ich bin mit 4 Siegen mit diesem Deck zufrieden. Ich bin eigentlich nie mit 4 Siegen zufrieden. 6 sollten es schon sein. Wir so ein Akro-Druide, aber Akro-Druiden kann man ja gut von hinten raus besiegen, wie wir ja wissen. Machen wir mal wieder das. Und wie so ein Tutor haben wir es irgendwie noch nie so direkt auf der Hand gehabt, ne? Ne, so, den musst du uns immer hermaligen. Schon wieder so eine Hand so mit Removal, was ich ziemlich doof finde, weil das Removal immer halt so legen, wenn man schon Kreaturen im Spiel hat und dann damit dann Tempo macht, aber. Und das ist kein echter Removal. Ja. Nun, mal hinten liegt, das fängt schon mal super an hier, wenn du direkt was reinkommst. Ja, großartig. Das ist halt so mit Move aus der Hand anfangen, das ist halt total ätzend. Weil jetzt müssen wir halt das benutzen und sind nächstes Mal overloaded. Ja, genau, aber wir müssen, was sollen wir machen? Wirklich, ja, wir können nicht am Leben lassen. Ist auch wir können nicht am Leben lassen. Auch keine Option. Weißt du, so ein Us-Set nachziehen oder Braumeister wäre ganz cool. Us ja. Bevorzugt, weil Us kann hier sowieso nichts machen. Raptor wäre auch okay. Ja, ja, jetzt hat er den Us. Ja. Denkt wahrscheinlich, okay, klar, wir haben. Wobei, wir hätten Theodor die Waffe auf der Hand haben können. Wir jetzt ziehen wirklich den Raummeister nach. Sehr gut. Ja. Der, ich glaube, der Wildgeist ist auch eine super wichtige Karte in unserem Deck, wenn wir die früh hinlegen, damit wir mal so ein bisschen das Board dann kontrollieren. Ist ja ein Urshark von oben ganz cool. Ansonsten können wir sie halt immer noch hexen, was jetzt dann nicht atemberaubend ist, aber. Oder? Wir haben die Wichtelmeisterin. Wir haben Wichtelmeisterin. Der 3-2, er läuft auf 3-2 und wir legen Wichtelmeisterin. Naja, Wichtelmeisterin ist auch eine ziemlich gute Antwort auf, auf diese Wasserschildfrau, oder? Klar, die kann da quasi jetzt abrüsten mit Heldenfähigkeit noch drauf, aber dann hat er quasi 5 Mana ausgegeben für bei uns 3 Mana wegzumachen. Das ist ziemlich fair, habe ich gehört. Na, hat er jetzt in seiner Runde hat auch nur noch 2 Mana offen, ne? Er muss ja auch erstmal wieder einen Zudrop haben, der sich lohnt auszuspielen. Ne? Okay, der hat ja eine Idee, ist auch nicht so schlecht. Das war klar, dass er das macht. Toll. Oh, er hat, das ist ziemlich gut. Ja, das ist natürlich ja, es ist so aus Prinzip, ja. Ich überlege gerade, ob wir das Totem nehmen. Ja, genau, wir legen das Totem in die Mitte, hauen den Yeti weg, machen Erdschock auf den 3-1 und legen noch mit der hellen Fähigkeit was hin. Wir machen natürlich erstmal hellen Fähigkeit, ne? Gucken mal. Ja, gut. Ist der jetzt hier super mit dem Airjog, was wir hier jetzt haben? Ja, mein Gott, was soll man machen? Immerhin haben wir jetzt mal das Proton Weapons Roller, das ist schon mal ein Vorteil. Und sogar der Windsprecher, der könnte ja sogar was machen nächste Runde hier mit dem 3-1-Hosen, was wir dagegen haben. Jetzt bitte keinen Krankenhieb oder so. Okay, was? Alter, auf jeden 0-3er. Das ist okay. Nee, der ist blöd, und Heldenfähigkeit macht dann nur 1-1er weg. Und so kann er mit den 3-1er immer noch. Stimmt, wir können ja nicht pingen, das ist ja auch total ätzend. Weil ich kann ja mit den 3-1er noch einen Wildgeist wegmachen, das ist blöd. Aber wir müssen jetzt Wildgeist und Heldenfähigkeit machen. Ja, wir machen das jetzt natürlich, klar. Jo, Spellpower. Wir haben auch noch einen Erdschock im Deck, ne? Was die Spellpower mit sich macht. Ja. Naja, wir haben, dafür ist es eine Removal-Klasse, ist irgendwie, oh Gott. Okay, was macht der jetzt? Taunt oder was? Okay. In dem Haus fühle ich, dass er jetzt beide Wildgeister mit dir wegbekommt. Immerhin kriegt er uns jetzt mit der Sex jetzt rausgezogen, es sei denn, na gut. Also Sex wäre eine Möglichkeit, ich glaube, das ist wir die müssen, beste Möglichkeit. Wir müssen das machen, ansonsten überlebt ja der Wolfreiter wieder 3-1 ja, genau. Und wir kriegen ihn wieder nicht los. Genau, das hat er sich ja auch dabei gedacht bei seinem Play gerade. Haben wir den Frosch weg und legen ihn noch ein Totem hin.
Ja, das Einser, das ist ziemlich gut gerade, weil das nächste diese Runde jetzt gescheckt bekommst. Ja, aber jetzt mit den 2-2 auf den 2-3 laufen, kann auch mit der Heldenfähigkeit dann das wegmachen. Da haben wir noch 5 Mana offen. Und ab dem nächsten ja, Zug. Kostet aber. Das Problem ist jetzt sozusagen, dass wir jetzt das Hexenspiel. Es kann halt die Bäume kommen, ne? Ja, genau. Und nächsten, oder genau, ab jetzt können Bäume kommen. Und wir, jetzt hat er ein Hex gezogen. Quasi, und das ist. Ja, aber wir haben jetzt noch eins im Deck. Okay, Sternregen für. Oh, für 3. Finde ich jetzt das Power. Hat aber auch nur 2 Tote im weggemacht, so. Hat den Wildgeist. Ist jetzt super Sempo-Play, aber immerhin kein Kartenvorteil für ihn. Ja, nehmen wir mal den Drachen. Ja. Kann das so leider mit den 3-2er plus Heldenfähigkeit wegmachen. Und den Schleim. Ja. Jo. Wenn jetzt kein Baum kommt, könnte das sogar ganz gut werden. Ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir nächstes Mal den Galankenkontrolleur vielleicht. Wo soll ich zuschlagen? Okay, ja, aus dem Tor raus. Das finde ich. Boah, jetzt bitte noch eine Kreatur. Das finde ich ziemlich geil. Ach, schade. Hm. Das ist sehr schade. Wir kriegen diesen Bären auch nicht wirklich gut kaputt. Nein, wir kriegen ihn nicht kaputt, das ist das Schlimme an der Sache. Also wir kriegen ihn kaputt, aber was ist das, zu welchem Preis? Ne? Ja, müssen wir aber machen. Moment mal, jetzt, wie viel Schaden hat er auf dem Tisch? 9, wenn wir auf 10, wenn wir auf 9 gehen. Müssen wir. Also. Nein, wir müssen das nicht. Also, wenn wir das machen, dann. Sind wir eh schon so weit hinten. Also wenn wir das machen, verhindern wir 4 Schaden. Dann gehen wir nicht auf 14, sondern also nicht auf 10, sondern auf 14. Wir können noch einfach mal den Zug abgeben und also natürlich erstmal unser Bot entwickeln, den Zug abgeben und hoffen, dass wir dann nächste Runde 5 die Gedankenkontrolle hätten bekommen, weil. Also den aber also zumindest legen und die gucken, was wir per Heldenfähigkeit bekommen. Ja genau, können erst Totem, klar, das ist ja Quatsch. Obligatorisch. Nehmen wir mal ihn. Na, nehmen wir das. Ich hab den Terrorwurf einfach mich aber noch nicht hinlegen jetzt. Ja. So, jetzt haben wir halt schon mal 2-4-4er. Achso, den ist ja. Wie gesagt, wir würden damit halt 4 Schaden verhindern und das ist es halt einfach nicht wert, dafür jetzt so schlecht abzutauschen. Dann soll er doch bitte auf unsere Kreaturen draufgehen, wenn er sie mit Karten gesehen. Das macht mir gerade Angst. Da wird ein Krankenkick im Deck. Aber da können wir eh nicht drum herum spielen, von daher ist es jetzt auch egal. Wir sind mit dem 4-6er. Kann er jetzt auf dem 4-4. Savage War. Das reicht, ja, das reicht. Hat Ruhe. Benötigt ihr einen Segen? Okay, es hat nicht gereicht, aber mein Gott, wir sind auf einem Leben. Das ist halt irgendwie. Ja, müssen wir mal den 4-6er jetzt treffen. Und? Ah, suchst du da? Wir können jetzt keinen Terrorwurf einfach mehr legen. So, ja, ja, ja. Ja, klar, jetzt eins einfach rein. Ich muss jetzt noch kurz überlegen, was soll man alles sowieso? Wird über den drauf reinhauen? Den rein, dann können wir das Totem zwischen den Drachen und dem Us legen. Mal, und dem wir wollen Drachen doch eh damit drauf gehen, oder? Und dann können wobei wir doch, du hast ja doch, du hast recht, dann können wir das Totem zwischen 3, 2 und 1, 1 legen. Dann können wir das da mal hinlegen. Genau. Können den da drauf laufen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle Kreaturen noch abrüsten. Der geht ja, der klar. Da drauf. Ja genau, und der Us dann noch den Kobolds. Ich glaube, dann können wir sogar noch den Warlock legen. Na, jetzt fangen wir eh gegen Pranken, jetzt sollen wir schon mal einen Pranken hier rumstehen. Ja klar. Ne? Hat ja einen etwas Positives in Anführungszeichen. Dass wir nicht auf den Pranken naja, spielen müssen. Jetzt haben wir nur die Option. Ja, okay, jetzt ja. Von oben den Pranken gefunden. Ja. Ja, gut. Ja, es wäre jetzt auch die Chance, jetzt gegen zurückzukommen. 3-3. Ja, ich meine, wir hätten sie schon fast diese gehabt. Also 2 Runden hätten wir, glaube ich, sogar nur gebraucht. Ja, ne? das ist korrekt. Ärgerlich. Wie gesagt, das Deck war jetzt nicht so besonders, aber. Den vierten Sieg hätte. Der war auch nicht schlecht, ja, also, ich fand's jetzt nicht ne? So sonderlich gut. Also ganz ehrlich, also das Deck war nicht so schlecht, aber die Gegner haben uns halt immer angefangen was zu legen, haben das erste Play gemacht. Dann waren wir jetzt im Hintertreffen, weil wir halt jetzt nur Hände mit Removal hatten, die halt einfach doof sind, denn man will früher Kreaturen nicht mit Removal beantworten müssen, sondern mit eigenen Kreaturen machen. Removal ist halt genau dann gut, wenn man schon eine andere Kreatur hat und dann die Tempo rausholt. Oh ja.
Blizzard. Blizzard episch, ne? Oh, die fehlt mir sogar noch, okay, damit ich sie zusammen habe. Und weil ich so episch war, gut, machen wir mal ganz kleines Special. Wir kaufen mal einen Booster und öffnen das zusätzlich. Kaufen. Was können? Hm, ja, kauf. Danke. Und zurück. Und. Naja, also die Fernsichten werden bei mir immer sofort zu Staub, wobei mittlerweile brauche ich keinen Staub mehr, aber mit langer Zeit habe ich ziemlich viele von diesen Dingern geöffnet, die immer zu Staub wurden. Hm. Und. Schade. Na gut. Tja, Massenbannung. Massenbannung. Das ja war der Draft, der ist schon vorbei, ging leider etwas schneller als gedacht. Damit ja gut, dafür haben wir jetzt letzten beiden Male jeweils 8 Siege oder zweimal 8 Siege und glaube ich einmal 7 Siege gehabt. Deshalb, ja, kann man auch einfach mal 3 Siege nur haben. Dafür kommt der Schamane aber nochmal auf unsere Liste. Wir werden wir definitiv irgendwann nochmal nehmen, dann werden wir euch zeigen, dass man auch mit dem seine 7 plus Siege holen kann. Würde ich sagen, ich war euer DSD-Steve und euer Rakshasa. Ich würde mich immer mit einem Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschüss.